Hallo meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Isaac-Sieger und ich wollte mich jetzt in dem kleinen Video hier einfach mal bei euch bedanken für die 40 Abonnenten, die ich zurzeit habe. Das ist eine wahnsinnige Zahl für mich. Das ist, wenn ich mir vorstelle, dass in meinem Zimmer 40 Leute sitzen, hier um mich rum, hier überall 40 Leute rumsitzen, die mir beim Zocken zuglotzen und dem Scheiß zuhören, den ich von mir gebe, das ist schon Wahnsinn. Für mich persönlich ist es ein Meilenstein, ein ziemlich großer Meilenstein sogar. Ich sehe gerade zwar jetzt vielleicht nicht eventuell so mega happy aus, aber ich bin es wirklich, weil ich bin im Moment noch ein bisschen erkältet, das hört man vielleicht an meiner Stimme. Wenn ich mir überlege, dass wirklich 40 Leute mich freiwillig abonniert haben, sich freiwillig meine Videos angucken, mir zuhören, was ich für einen Schrott von mir gebe, was ich laber, was ich aufnehme. Das macht mir auf jeden Fall Mut, weiterzumachen. Auch zwei, drei Kommentare. Gab ja ein paar Leute, die sogar schon Kommentare geschrieben haben, wo dann drin stand: Hey Isaac, du machst das super, du hast Potenzial, du kommst mal groß raus. Das sind jedes Mal, wenn ich sowas lese, da geht mir in dem Moment das Herz auf und ich habe irgendwo doch das Gefühl, ich hab mal was richtig gemacht, oder? Und ich freue mich auf jeden Fall riesig, so viele Abos zu haben. Im Moment 40 Abonnenten, das ist für mich viel. Das ist jetzt, natürlich ist das für andere YouTuber hier 40 Abonnenten, aber ich finde das für mich persönlich echt viel, weil wenn ich überlegt hätte, dass 40 Leute sich mein Zeugs angucken und mich abonniert haben und mich in ihrer Abo-Liste drin haben, ich finde das schon echt Hammer. Auf jeden Fall hier mal hier dicke Internet-Umarmung von mir an euch. Super, super Sache, freue ich mich wunderbar. Und ich werde auf jeden Fall weiterhin Content rausbringen. Ich werde den Content schön ins Internet ballern, damit ihr euch an dem hoffentlich amüsieren könnt. Damit ihr Spaß dran habt an dem Scheiß, den ich laber. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Abos dazu. Wäre auf jeden Fall richtig sexy, wenn noch ein paar Abos dazukommen. In den nächsten, ja, dieses Jahr auf jeden Fall, ja, 2015, ich hoffe, da geht ein bisschen was. Wäre auf jeden Fall richtig geil, oh, wenn da was gehen würde. Und jo, was kann ich denn sonst noch so sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch erzählen könnte. Ja, wie man es hört, bin ich immer ein bisschen krank, aber ich fange nächste Woche wieder an. Neuen Stuff aufzunehmen, wieder Minecraft. Der Jumper ist ja fertig, aber zum Beispiel PvP auf jeden Fall wieder, auf das freue ich mich auf jeden Fall. Auf das normale Minecraft, mal gucken, wie die Kühe wieder abgeht, ob wir wieder so ein paar UFO-Alien-Kühe haben, die irgendwo durch die Wände rauskommen. Es gibt auf jeden Fall noch ein neues Let's Play, was ich jetzt noch im Aufnehmen bin. Im Hintergrund, da habe ich jetzt schon drei Folgen aufgenommen und gerendert. Die habe ich aber noch schön hier auf meiner Festi, auf meinem Rechner. Das werde ich noch ein paar Folgen aufnehmen und dann werde ich die erste hochladen. Natürlich kommen auch wieder neue Projekte dazu dieses Jahr. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas kommt bestimmt dazu, irgendwas Neues. Fable geht natürlich weiter, auf jeden Fall freue ich mich richtig drauf, Fable mit euch weiterhin durchzuspielen. Und was ich sonst noch so aufnehmen werde, weiß ich gar nicht im Moment. Weil wenn ich irgendwas aufnehme, dann denke ich so, hey, das könnte ich doch mal aufnehmen. Und dann nehme ich das mal auf. Und wenn es mir das gefällt, dann nehme ich weiter auf. Und wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es sein. Tatsache. Das war's eigentlich soweit von mir. Und auf jeden Fall, hey, Leute, nochmal fettes Danke an euch, ne? Dass ihr mich abonniert habt und mir zuguckt. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende, denn heute ist Samstag. Und bis zum Montag. Tschüss!